Zerknitterte Kleidung am Urlaubsort? Das will man nicht. Die Lösung? Dampfglätter. Ein Dampfstoß, Falte weg. Klappt das wirklich so einfach? Perfekt. Das ist ja mal cool. Doch nicht jedes Gerät überzeugt. Es entstehen sogar noch mehr Falten durch den Dampf. Das ist ein bisschen wie ein Hanteltraining. Wenn ich so eine größere Fläche habe, würde mir das zu lange dauern. Im Praxistest. Drei Dampfglätter von Markenherstellern. Die Preisklasse um 50 Euro. Wir testen mit Angelika Stöckle, die seit über 30 Jahren Secondhand-Mode verkauft. In ihrem stylischen Vintage-Laden sind Dampfglätter immer im Einsatz. Sefta Musafere Akçasemua, Schneiderin mit Leib und Seele. Sie fing schon mit 5 Jahren an, eigene Kleider zu entwerfen. Und Maya Versun, die für ihre Reisen auf der Suche nach einem perfekten Dampfglätter ist. Verschwinden gleich alle Falten aus der Kleidung mit dem Dampfglätter von Philips? Es liegt sehr gut in der Hand und es ist klappbar, wie man sieht, so dass man es in die Handtasche tun kann. Hier hätten wir den Wassertank. Den kann man ganz einfach abmachen und wieder draufstecken, also ganz praktisch. Nun ist das, leuchtet es nicht mehr rot, es ist fertig. Man kann es leicht bedienen, hier mit diesem Knopf. Also, der macht schon mal Dampf. Man muss immer den Stoff ein bisschen glatt ziehen. Das machen wir und los. Das ist jetzt ein Viskosestoff, ganz leicht. Und man merkt, wenn man da drüber geht, also geht das ganz, ganz toll. Es lässt ganz schön Dampf ab und glättet auch. Man sieht von oben nach unten. Macht mehr Spaß wie bügeln. Knopfleisten finde ich immer schwierig zu bügeln. Perfekt. Das ist ja mal cool. Und man sieht es hier schön. Hier ist es wirklich schön glatt geworden. Nun werde ich ein Baumwollhemd damit glätten. Gucken wir doch mal, ob das genauso einfach geht wie bei dem leichten Stoff. Ja, klappt auch hervorragend. Und wenn ich mir jetzt so die beiden Seiten angucke, gedampft, original, finde ich das schon echt top. Was halt der Vorteil von diesen Geräten ist, wenn man auf so einem schwarzen Stoff das Bügeleisen draufhält, dann hat man immer solche grauen Schlieren, so Schatten drauf. Und wenn man mit dem drüber geht, ist überhaupt nichts zu sehen. Ne? Was mir an diesem Gerät auch noch auffällt, ist, dass noch genügend Wasser drin ist, sodass man nicht nachfüllen muss. Also es reicht bestimmt für mehrere Hemden. Es ist wirklich ein handliches Teil, das man eigentlich in jedem Koffer, in jeder Reisetasche unterbringen kann. Sehr cool, das Teil. Deutlich mehr Gewicht, aber auch mehr Technik. Jetzt der Dampfglätter von Grundig. Ist für mich gefühlt irgendwie größer als ein Bügeleisen. Man hat hier schon ein bisschen mehr in der Hand. Ist ein LCD-Display. Für so eine Dampfbürste brauche ich jetzt nicht ganz so viel Technik. Vielleicht ein Lichtchen, was mir zeigt, das Gerät ist einsatzbereit, wäre für mich völlig ausreichend. Das Gerät hat auch zwei Aufsätze. Einmal für Feineres und einmal für Wolle. In Urlaub könnte ich es, glaube ich, auch nicht mitnehmen, wenn man es nicht auseinandernehmen kann. Und das nimmt halt doch schon ein bisschen mehr Platz weg im Koffer. Ne? Man kann es horizontal oder auch vertikal bedienen. Ja, was bei dem Gerät ist, ich muss tatsächlich immer den Abstand wahren von der Kleidung, weil ich sonst tatsächlich Wasserflecken habe. Der Dampfglätter hat eben etwas Wasser verloren, wie man hier sieht. Geräusch, also ist leise, auch nicht störend. Wie man sieht, sind Falten noch da. Es entstehen sogar noch mehr Falten durch den Dampf. Also Wellen, würde ich sagen. Also mir ist es wirklich auch zu schwer. Ich versuche es jetzt noch mal mit dem feinen Aufsatz, den ich aufgesetzt habe, das Hemd zu bügeln. Es passiert leider nichts. Okay, wir testen jetzt mal das Gerät an dem Rock. Der hat ja einen festeren Stoff, das ist so Baumwollleinen. Schon an der Halterung wird es sehr heiß. Das ist ein bisschen wie ein Hanteltraining. Er glättet. Ist aber schwer, ich kann ihn nicht mitnehmen in den Urlaub.
bräuchte ich extra Gepäck. Das ist wirklich nichts für mich. Poppig und praktisch. Das verspricht Hersteller Tefal. Was hält das Gerät? Ziemlich stylisches Teil. Es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Föhn. Innovativen Pad-System, die man hier austauschen kann, drehen kann, rausnehmbar, beidseitig. Hier so eine schwarze, glatte Oberfläche, wirklich für alle Stoffe. Und wenn ich mal ein paar Fusseln habe, ganz clever, drehe ich das einfach um. Habe hier so eine kleine Mini-Bürste dabei. Ich bin mal gespannt, wie lange die kleine Portion Wasser reicht, wie lange man damit dampfen kann. Angemacht, jetzt warten wir. Aber ich habe kein Lichtchen oder kein Signal, was mir sagt, dass das jetzt fertig ist. Also ist es wahrscheinlich Intuition. Es kommt schon der Dampf. Ja, es spritzt schon ein bisschen Wasser. Es wird nass. Vom Gewicht auch wirklich auch ein bisschen schwer. Also bei einem Mal klappt es nicht sofort. Und ich glaube, wenn ich so eine größere Fläche habe, würde mir das zu lange dauern. Trotz allem sind noch Falten drin. Ja, das war's jetzt, ne? Das ist aufwendig, wenn wir dann immer wieder raus den Tank auffüllen und geht einfach zu viel Zeit verloren. Es ist halt lästig einfach, ne? Jetzt haben wir hier wieder den schwereren Stoff und ich fange wieder an, von oben nach unten. Das glättet sehr gut, mit einem Mal. Nun hat es aber etwas wieder Wasser gespritzt, wie man sieht. Das sollte es nicht tun. Das Gerät dampft und glättet, so wie es sein soll, aber ich habe halt wirklich dann überall so Wassertropfen durchgefallen. Unsere Tester sind sich einig, welchen Dampfglätter sie mit in die Ferien nehmen würden. Mein Testsieger ist der Dampfglätter von Philips mit einem großen Tank. Klappbar. Der Dampfstoß ist also wirklich also kräftig. Der liegt gut in der Hand, hat einen ausreichend großen Wassertank und macht mir ruckzuck die Falten aus dem Hemd weg. Das Gerät hat mich überzeugt. Knitterfrei im Urlaub. Das klappt mit diesem Dampfglätter, meinen unsere Tester.